So, herzlich willkommen zu dem ersten Part von Let's Play Together World of Tanks. Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal Sase Productions. Ich spiele heute WoT zusammen mit Philipp. Ja, hallo, das bin ich. Ja, und World of Tanks, ihr kennt das Spiel bereits bestimmt. Und wie ich würde sagen, starten wir gleich mal ins Spiel. Wenn ich nun auch Du dich darfst zu Wort erklären, kommen, genau. danke, das ist sehr nett von dir. Wir spielen jetzt hier mit unseren wohl ersten Tanks, die wir hatten. Also ersten Tanks einfach von der Reihe. Dem ich mit dem KV4 und Luca mit dem Tiger 2. Genau. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Abonnenten auch von Spasten-LP gewesen seid. Dann seht ihr das, oder zumindest habt das gesehen. Ja, genau. Ja, und jetzt gehen uns bereits die Ideen aus dem Bilden, das ist doch toll. Ja, auf meinem alten Kanal ging das besser. So, Ja. würde ich mal sagen wir schnell was Persönliches. Ich heiße, wie schon gesagt, Luca und Philipp heißt Philipp. Nee, wirklich. Ja, wir sind beide Schweizer. Vielleicht hört man das an unserem Akzent. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Ja. Genau, Genau. wir sind beide 16. Ich habe morgen Geburtstag, also wir hatten heute den 18. Ach, das ist morgen Geburtstag. Ja, ich habe morgen Geburtstag. Luca hat im Januar Geburtstag, Ich werde gleich oder? 17, ja. Also du bist ein Genau. bisschen Jahr älter als ich. Und Wir kennen wir gehen auch. uns seit 4 Jahren. Ne? Das sind schon 4 Jahre, ne? Wir gehen beide in ein Gymnasium. Wir haben uns im Gymnasium kennengelernt. Ja, und jetzt geht dir in der was du Arsch. Ja, ich gehe jetzt in eine Schule für Ex, also wirklich kluge, für wirklich kluge Leute. Ich wollte gerade Ex-Gymnasiasten sagen, aber das passt nicht so ganz. Dumme Leute. Für extra dumme. Genau. Ach ja. Genau, wenn ihr das vielleicht, oder nee, das könnt ihr gar nicht wissen. Ja, auf jeden Fall, Philipp kann auch aufnehmen. Das wäre nicht so, dass ihr jetzt die ganze Zeit etwas von mir sehen werdet. Momentan sieht es nicht so cool aus bei seiner Internetleitung. Genau, weil ich erkläre das schnell selber. Ich habe mir jetzt, früher hatte ich so einen blöden Billig-Laptop mit noch Dual-Core, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt mittlerweile habe ich mir einen Tower gekauft wieder mit 16 GB Arbeitsspeicher i7, dem ich eine fetten Grafikkarte, läuft alles schön. Aufnehmen kann ich auch reibungslos, nur wie gesagt, das Internet. Das Ich habe ist. schon. Entschuldigung. Au. Du stirbst. Ich habe nämlich so eine scheiß Internetleitung mit irgendwie 5 Kilobyte, nein, nicht ganz 5 Megabytes Download bzw. einen halben Megabyte Upload-Rate. Und Entschuldigung, das könnt ihr einfach nicht brauchen. Ja, so, ihr könnt schon gebrauchen. Es nervt ihn einfach. Ja, weil wenn ich da jetzt hochlade, dann ist einfach das ganze Internet vom ganzen Haus weg. Mich nervt es ja nicht, aber meine Eltern nervt es dann trotzdem ein wenig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist ja eigentlich auch egal. Oh, Oh, nee, 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 ich ohne wollte mich. sagen, wir sind nicht die Super Pros in dem Game. Nicht, dass ihr da zu viel von uns erwartet. Aber Denkt ihr, wir sind wir sind nicht. immerhin die 8. Also wir haben Genau. immerhin die 8er. Nicht gut. Und wir sind auch keine Noobs. Also hoffentlich. Wir haben den Sinn des Spiels verstanden, also sind wir schon ziemlich weit verglichen auf dem Vergleich. Im Vergleich zu manchen anderen Sechsen. Komm mal ein bisschen von hinten helfen, wenn dann nicht gerade so ein Vollidiot da vorne Ja, stehen da ist ein soll. Ferdi und so. Naja, Ja, den kann. wir haben gedacht, wir machen jetzt mal. Den wollte Scheiße. ich. Wir machen das Video jetzt einfach mal so. Ja, wir haben. Ey, ich verreck da noch. Scheiße, Den Curlys habe ich. Ja, wenn ihr ein Infovideo zu dem Game sehen wollt, dann könnt ihr uns gerne anschreiben. Dann machen wir das noch. Im Moment haben wir gedacht. Lass mal das, weil es soll ja ein Gameplay sein, nicht ein Let's Show. Genau, und unsere Art wird gerade von ihrem Scout, das, die haben ja gar keinen Scout. Wahrscheinlich von dem Typ, ne? Au! Ja, toll, ich kriege ich von hinten auf die Fresse. Da ist ein Typ, genau. Nee, das war auch ein Tiger 2. Da hinten in unserer Base ist ein Typ, meinte ich. Ja, dort ist ein Tiger, ja.
Aber es ist mir scheißegal. Was ist denn das, wenn ein Jagdpanzer dort hinten hockt? Oh. Boah, Scheiße. Hahaha. Ihr zwei ist ab. Oh, fuck. Oh, oh, ich hab ein Problem. Ist irgendwie im Moment ein bisschen schwierig, euch da nicht für dumm zu halten und alles nicht zu erklären. Ja, weil wir hatten... Oh, Scheiße. Entschuldigung, wir hatten nämlich bei unserem wirklich ersten Let's Play hatten wir das Problem, dass wir einfach zu viel geredet haben. Oh, ich hab gestoppt. Ich hoff's für dich. Ich hab gesagt, ich würde, aber ich habe nicht. Ich bin Panther 200. Oh, Scheiße. So, jetzt hab ich ein Problem. Ich habe auch ein Problem. Ich habe ein echtes Problem. Lol, ich komme mit Tiger 2 schon von Kaldu. So, und jetzt nervt das langsam. Ah, toll, danke. Und ich bin weg. Er hat nicht nachgeladen, ich hoffe es. Lol, okay, ich spiele jetzt gerade ziemlich noobig. Ja, wie immer. Danke. Da vorne hatten wir noch einen Tiger. Der Tiger haut ab. Hinter mir hatten wir noch... Und ich bin tot. Ja, jetzt bist du tot. Dafür war der Tiger auch. Gekränkt. Genau. Du fühlst dich eingedrängt. Das ist gar nicht durchkommen, meine Ketten. Ja. Das hätte ich ja 0% backen wieder bereitet. Ich finde dich nicht, ach klar. Und ich finde es natürlich schön, wenn es nicht immer nur mir passiert, sondern auch auch jemand anderem. Ich glaube, ich habe dem seinen Motor getroffen, da kannst du gar nicht nochmal einhaben. Schön. Ja, die Su-14 ist stark, ne? Ja, ist halt eine Russenartig. Tier 6. Ihr werdet gleich sehen, ihr werdet gleich hören, mindestens im zweiten Part, was wir von Russen halten, von Russen Artis. Au. Wir sind da sehr wählerisch. Wir finden sie zwar... Achtung. Mann, bin ich dumm. Tiger oder Panther 2? Nimm Panther 2. Bam, das kannst du haben, Entschuldigung. Ja, wir werden auch sehr... Fluch in diesem Level und da kommt jetzt niemand mehr durch. Level, genau, in diesem Level. Nein, schnell was zu... Wie sagt man den Wörter? Fakularwörter? Ja, egal. Fakuläre Wörter. Ja. Das ist nicht vulguläre Wörter. Na, dann halt das, ist doch egal. Ja, ja. Auf jeden Fall, wir sind vielleicht nicht gerade die... Leute, die nicht ausrufen, wenn etwas nicht ganz richtig läuft. Wir sind sehr temperamentvoll. Ja, ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch, also wenn wir sagen... Hallo, könnt ihr mir den perfekten Panther von hinten holen? Genau, solche Ausdrücke. Dann meinen wir das nicht so, dass Panther im Allgemeinen Kacke sind oder sowas, sondern Philipp kann sich einfach nicht zusammenreißen und muss seine Wut rauslassen, sonst macht er Suizid. Also hoffe ich. Das ist doch schön. Und zwar nicht ziemlich leise und ziemlich schlau. Boah, der Panther 2 ist... Oh, du kleine ES6, du kleine Pussy. Wir nehmen jetzt übrigens genau 8 Minuten auf. Wahrscheinlich sogar 9. Das kannst du sogar... Ja, sehen. Ja. Der Zeit widersprechen ist... Wo ist der Panzer da? Bam. Also laut der Zeit, da nehmen wir erst 7,5 Minuten auf. Genau, ich habe bei 3 Minuten gestoppt. Cool. So, vielleicht noch was zu der Länge von unseren Videos. Ein Video wird etwa so 15 bis 20 Minuten dauern. Erklär mir, was die Enkins-Medaille ist. Das weiß ich doch nicht. Hast du die bekommen? Ja, unsere Videos werden circa 15 bis 20 Minuten dauern. Natürlich haben wir auch Specials. Für das sind wir... Bekannt. Wir mögen Specials. So, ja. Game Nights zum Beispiel, dann hocke ich neben Philipp hin mit meinem Laptop und dann nehmen wir so eine Stunde auf und haben ja, daran genau. Spaß. Normalerweise dreht dann eher durch, weil das Internet nicht mal reicht für zwei Spieler. Ja, das ist aber nur bei dir. Bei mir geht's ja. Ja, ich weiß. Komm, hopp, hopp. Was wollen wir? Ah, stimmt, nee, ich dachte schon, verdammt, das müssen wir schon fertig machen, stimmt. Du willst schon ein Typ, ich würde sagen, wir spielen unsere zweite Lieblingspanzer, komm. Das ist mein Lieblingsscherz. Willst du mal deine Garage zeigen, kurz? Du willst doch nur Gold ausgeben. Ja, ich wollte meine Garage zeigen. Danke fürs Wegklicken. Ja, mache ich das zum Schluss des Videos.
Genau. Wie viel haben wir gesagt, haben wir schon aufgenommen? 8 Minuten? Ja, das musst du 20? jetzt nicht alle 2 Minuten erwähnen. Doch, weil ich es gerade vergessen habe. Ich bin sehr vergesslich. Darum bist du im Gymnasium. Genau. Genau, darum bin ich im Gymnasium. Ja, das sind unsere zwei Lieblingspanzer, der Löwe und der T-34. Das waren unsere ersten Tier 8. Beziehungsweise, Genau, es genau. ist, wir wollten unbedingt Tier 8 haben, das hat mich angekackt, den Ziger 2 zu machen. Und dann, ja, haben wir Ziegen auf uns Regen und Hand zu legen. nach 8 Stunden Schufterarbeit bei meiner Mutter die Hecke schneiden, haben wir Genau, das uns ist die ehrlich verdient. nach oben nur so nebenbei Ja, gemacht. ich komme auch nach oben. Und das Witzige war, Luca wollte mir unbedingt den Löwen schenken, und dann bin ich so ausgerastet und habe ihm dann den T34 geschenkt. Hast du gar nicht. Doch, ich habe ihm das Gold für den, das Gold, ich habe das Gold für den T34 geschenkt. Nein. Doch. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Wir haben gesagt, wir legen die andere Hälfte beiseite, um, wenn etwas ist, zum Beispiel Programme kaufen für die Let's Plays, um die Let's Plays zu finanzieren. Nee, ich habe den T34 gekauft, das ist nicht mehr. Oder habe ich den T25 noch zusätzlich? Nein, du hast den T25 gekauft. Ich komme nicht mehr raus. Ja, das egal. Wir haben auf jeden Fall uns diese Premium gekauft. Wir haben Und uns einfach das. Geschenke um die Ohren gehauen, wollen wir es so sagen? Ja, ich habe ihm 1000 Gold geschenkt, er hat mir 1000 Gold geschenkt, bis der erste aufgehört hat. Und dann war, dann waren wir pleite, genau. Ihr seht, das ist bei uns die Art zu streiten. Wir beschenken uns. Ist doch mal Ja, was du Positives. machst du rechte Flanke, ich gehe Nein, rechts. ich gehe da Dann mache ich die geradeaus. rechte Flanke. Dann mach du die rechte Flanke. Ja, ich mache die rechte Flanke. Dann Ach, machst guck du die mal, rechte Flanke. Fanta, wie süß. Und wir Ja, sehen, können komm. wir viel über Müll labern. Genau, wir können viel Müll labern, wir können auch viel über Müll labern. Wir können auch beides. Genau, wir können auch beides. Oh. Was macht denn der IS-3 da? Du kleine Achtung, bei mir hinten bekommt man Besuch. Nämlich von dem Achter. Oh, und ein KV1S, der denkt, er muss jetzt vorfahren. Oh. Mach, wo guck ich hin? Du kommst bei mir nicht durch, du kommst bei mir nicht durch. So, ich hoffe, der Ferdi ist da nicht Du hochgegangen. bist doch schwul. Doch, der Feld ist so dumm. Wir haben gerade vorhin noch gesehen, nur so ein kleiner Tipp. Ja, ich weiß, aber der ist nach unten gefahren. Wirklich? Ja. Geht auch seit, dass er zu mir rüberkam. Nee. Da ist nach hinten, runter, wieder zurück. Lol, dann trifft er nicht mal. Wie lange hat bitte der Tier Zeit zum Nachladen? 6 Schüsse pro Minute. Okay, länger als ich. Gut zu wissen. Schafft es unser Team beim Befehl? Ja. Wieso schafft es der T44 nicht, dem Schaden zu machen? Kennt den Weak Spot nicht. Der Weak Spot bei den KV5 ist so groß, den kann man ja fast nicht verfehlen. Das ist der kleine R2D2-Tau, wie er gerne genannt wird. Das ist einfach dieses kleine Filmstumm dran. Das haben wir auch von einem Abonnenten gelernt. Ihr seht, auch Let's Play machen ist sehr lehrreich. Lehrreich. Kommt mal, blöde Kette! Der Ferdi, der will rauf, kommt Hallo. nicht rauf. Ich hab das an, Kannst du den KV5 holen? Wir kommen gleich von der Flanke. Ja, das wäre nice. Weil ich kann nicht nach vorne fahren, ich getraue mich nicht. Ah, das ist ja der KV5. Ja, eben, ich habe den Ich hab nicht mal ein zurückgedrängt. KV1S oder sowas. Oh, fast Maximalschaden. Hier, Pussy. Könntest du mit einem VK von hinten holen? Ja, ich bin dran. Ich muss nachladen. Autsch, das tat weh, du Kumpel. Du Kumpel. Ja, noch Ja, mal. ja, das sind die Fails. Genau. Aber wir werden unsere Panzer gerade. Guck mal, wir können rechts runterschießen. Wir rushen. Kannst du bitte nach vorne fahren? Da steht noch ein Ferdi. Nee, ich muss gerade unten die T29 killen. Ist nett von dir. Ja, es sind noch zwei andere Panzer da. Einer. Ach, dann. Von uns meine ich. Ja, eben. T45. Bist du etwa rassistisch? Ah, Hä? das ist noch ein Tür, den hab ich ganz Nein, vergessen. ich sehe einfach, dass der. Ja, sag ich ja die ganze Zeit. Kannst du mir helfen? Ja, ich auch. Keine Angst. Ich weiß einfach von T44, dass er wirklich nicht mal den Weak Spot vom KV5 kennt. Ich glaube, den kennt Ja. ja fast jeder. Außer an Anfängern. Und eben darum denke ich ja, keine Der Ahnung. Fertig ist auf der rechten Straßenseite oder auf der linken hinteren? Auf der linken. Also von mir aus, wenn du runterschaust. Also Ja, wo siehst du, Ja, das genau, meine wenn ich. ich durchfahre, oder? Genau.
Genau dort, wo der T-44 nicht durchfährt. Ich würde sagen, ich fresse einen Schuss und du gehst und schießt. Ja, da ist noch ein Tiger. Der kommt zwar vorne durch, aber... Ja, dann geh du mal und fress mal. Manchmal sind sie auch so dumm und fallen auf die... Und fahren rückwärts. Schieß erst auf den Tiger, wenn er da so einladend steht. Ja, der schlägt schneller nach. Nee, nee, den holen uns. Da ist der Tiger abgeprallt. Moment, nicht bewegen, nicht nach vorne. Sein Fahrer ist tot. Seht, wir haben ein nicht allzu schlechtes Teamwork. Manchmal hat das war nicht Teamwork, das war das Spiel. So, nein, den holst du dir, sonst hole ich mir einen. Das meinte ich. Schön. Ach, der T-44 kommt auch. Ach, nie Wunder. Ach ja. Den Fahrer, ja, den Fahrer tue ich mir mal wieder belieben. Einfach nur, dass er die Erfahrung kriegt. Ja, obwohl, bekommt er die Erfahrung überhaupt? Ich glaube nicht, nee. Ach, egal. Mir kommt das ganze Sinn, hat jemand von uns auch Premium? Nein. Okay, dann hat mir ein ganz Problem. Du hast aber Gold. Noch 300. Ja eben, ja, das reicht doch. Ja, wegen Sitz. Was wollte ich sagen? Ja, ich gehe mir jeden Fall diese Woche. Ja, ich? Ich habe ja morgen Geburtstag, krieg ich sicher ein bisschen Kohle rein. Und dann gleich alles für BOT verhauen, genau. Genau. Gewonnen. Oh. Stahlmann, schon wieder ohne Meisterschütze, auch bin ich nicht gut. Wieso habe ich nicht zwei Kills? Wir haben jetzt etwa 5 Minuten aufgenommen. Ich hab's doch. 15, machen wir noch schnelles Scout-Spiel. Das ist unser Zeit. Ich will nicht mehr schnell Scout, ne? Ich spiele es wieder richtig Scout. Nein, wir machen schnell Scout, die alte Taktik. Also ach, Taktik, das ist richtig. Wir haben eine richtig geile Taktik als Scouts. Zu scouten. Ja, reinzufahren und zu sterben. Ich gehe links, du gehst rechts durch und dann wollen wir sehen. Jo. Links, du rechts und dann haben wir sie in der Zickmühle und dann hoffen wir, dass sie nicht treffen. Was man noch schnell. Was soll? Links und rechts. Na schön. Ja, da rechts am See entlang, du bist ganz links um. Warte mal, aber noch. Ja, es ist so eine Suizidtaktik. Naja. Genau, das machen wir vor, wenn das Video zu lang ist, aber ich spiele jetzt nicht mehr so. So ein Zeitvertreib, manchmal gibt es wirklich lustige Situationen dabei. Ja, ja. Wer sagt's? Was sollte ich jetzt sagen? Ja, eigentlich spielt man eh nicht mehr ihr müsst uns nicht nachschauen, wie man Scout fährt. Ich kann schon mal richtig Scout fahren, wenn ihr wollt, aber ja. Das ist unsere Fun-Panzer. Ich circle gerade die Windmühle. Mein Skill ist wirklich hoch. Ich würde sagen, gehen wir? Gehen wir. Gehen wir? Du musst da ein bisschen vorausfahren, weil... Ja, Moment, Moment. Ja, ich habe noch mal ein bisschen schlechtes Gelände, ich gehe jetzt schon mal. Nein, ich gehe jetzt noch nicht. Also ich gehe. Wenn du da auf gleicher Höhe bist. Ja, geh! Jetzt. Bei mir geht es hier runter, ich habe schneller beschleunigt als du. Siehst du? Perfekt. Beschleunigt hat der sowieso ziemlich schnell. Ich kassiere schon. Ja, das ist ein A20. Nein, ein A20. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Hab ich so schlecht. Siehst du aber, unser Team checkt es und sie schießt. Ah, jetzt habe ich auch Motor. Ich stelle mich da mal vorne hin. Genau. Genau, du stellst dich dort mal vorne hin. Ja, was ich noch schnell anfechten wollte. Auch bei uns gibt's, dass es sein kann, dass zum Beispiel der Vater oder die Mutter reinkommt, ins Video reinguckt. Also unabsichtlich und dann wird schnell gemutet und der andere labert irgendwelches wirres Zeug. Nein. Philipp, sofort abschalten! Genau, das ist, wenn wir um 10 Uhr aufnehmen. Mitternacht, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir schnell raus. Ich zeige noch, was ich so in der Garage stehen habe und dann, ja. Also. Ich habe im Gegensatz zu Philipp ein paar Premium mehr, beziehungsweise nicht mehr, ich hatte mal, ja, glaube. Ja, ich muss nicht so lange reden, einfach schnell durch. Sonst ja, also der Typ 62 und der Typ 59 habe ich gekauft, weil ich weiß, dass die vielleicht nicht mehr in der nächsten Zeit im Giftshop sein werden. Dann habe ich mir den AMX 1390 gemacht, schnell, den Panzer 38, keine Ahnung, kein Bock. Das auszusprechen. Ja, das war auch einer unserer ersten Premium-Panzer. Ich glaube, das war sogar unser erster.
Ach, jo, stimmt. Und dann den Tiger halt, die Grille, die habe ich mal wegen dem Clan gemacht. Dann der Easy 8, da habe ich gleich den T20. Dann eben mein Premium T34. Der, ja, der Ami mit dem drehbaren Turm. Eine Arti Tier 5. Dann der Scout, der noch im Gefecht ist. Ein KV-1S für den Clan. Für Clan-Kompanien. Dann die IS. Die, und die Su 152. Ich, beziehungsweise wir sind in momentaner Geldnot und daher haben wir auch nicht so unnötig wie zum Beispiel KV-2, wo ich dann auf die S51 gehen kann und so weiter und so fort. Nicht genügend Geld für das. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem ersten Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dass ihr uns weiterhin mit einem Daumen nach oben oder mit einem Daumen nach unten und konstruktiver Kritik beehren könnt. Ja, Betonung auf konstruktive Kritik. Für die Leute, die das nicht verstehen, einen Verbesserungsvorschlag bringen und nicht einfach sagen, schlecht. Zum Beispiel nicht einfach nur, Luca ist dumm und Philipp ist gescheit, sondern ihr sagt zum Beispiel, Philipp ist dumm und Luca gescheit, das reicht schon. Nein. Ich denke, ihr versteht, was wir meinen. Wir wollen das Video nicht allzu lang in die Länge ziehen. Allzu lang in die Länge ziehen, genau. Jo, dann sehen wir uns im zweiten Part, beziehungsweise ihr seht uns unser Video. Und genau. Tschüss! Ciao!